Wir sind ja nun durch Corona so ein bisschen gebeutelt und die Frage des Wegfahrens ist ein bisschen schwierig. Wobei ich es Nebensatz skandalös finde, wenn das Bundesland sagt, ihr dürft, Remscheider, ihr dürft nicht kommen. Dieser Generalverdacht, unter dem wir alle gestellt werden, ist für mich ein Treppenwitz. Aber es ist eben so, dass das Wegfahren aus wegen Corona auch nicht sehr eingeschränkt ist, weil es ja nun viele Regionen gibt, die als Risikogebiet gelten, auch Urlaubsregionen. Ja, es sind besondere Zeiten und ich würde gerne etwas dazu sagen zum Thema, wir sind ein Risiko. Ich gucke jeden Tag, genauso wie viele andere, mir die RKI-Seiten an. Heute sind wir bei 59,5. Deutlich drüber als einer der wenigen Städte und Regionen in der Bundesrepublik. Und das zeigt gewisse Blüten. Dieser Wert 59,5, der Börsenwert, der über 72 ist und wahrlich gerne, über den man sich freuen kann. Aber was an manchen Stellen daraus gemacht wird, lässt bei mir schon gewisse Fragezeichen. Dass man als Remscheider nicht nach Meckpomm oder nach Schleswig-Holstein fahren darf, führt bei manchen Leuten zu Entsetzen. Ich kriegte eine Mail von einer Dame, die heute auch die in Schleswig-Holstein hatte den Termin schon mal verschoben. Darf jetzt nicht fahren. Leute dort keinen Urlaub machen können. Derzeitiger Stand. Etwas übertrieben. Ich höre von Menschen, die in Nordrhein-Westfalen Urlaub machen wollen, denen die Hotels abgesagt werden. Ich habe von einem Fall gehört, dass jemand eine Reha-Maßnahme, die erforderlich war, verschoben wurde, weil sie aus Remscheid kommen. Ich habe mehrere Beispiele gehört von Beschäftigten, die außerhalb Remscheids arbeiten, aber in Remscheid wohnen, wo die Unternehmen gesagt haben, du brauchst ja noch einen Augenblick, um zu kommen. Mit der Begründung, du kommst aus Remscheid. Dass diese Zeit für uns und insbesondere für das Gesundheitsamt und für all diejenigen, die im Gesundheitsbereich arbeiten, eine besonders herausfordernde, steht völlig außer Frage. Ich finde das Wort Herausforderung auch ein angemesseneres als das Wort Risiko. Dass man mit der Formulierung Risikogebiet, mit all dem, was hinten dran hängt, dazu neigt, das Kind am Bad auszuschütten, das sehe ich ausdrücklich genauso. Und ich glaube, dieser Generalverdacht wird den Menschen in dieser Stadt nicht gerecht. Die meisten wissen es ja, ich pendel ja auch jeden Tag und ich wurde schon mehr als einmal spöttisch gefragt, ob ich denn noch nach Hause fahren darf, beziehungsweise noch zur Arbeit kommen darf. Also, und dann fängt es an, wirklich nicht mehr lustig zu sein, dann würde ich sagen, jetzt wird es langsam übertrieben. Wir stellen uns in der Herausforderung jeden Tag mit den Mitarbeitern und Mitarbeitern des Gesundheitsamtes, die wirklich 24/7 arbeiten. Ich habe es ja am letzten Wochenende erlebt, an beiden Tagen, wie sie am Rollen sind. Und wir stoßen da natürlich auch immer an unsere Grenzen.